Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich möchte heute gemeinsam mit euch meinen aktuellen Substand durchgehen. Und ich habe dazu letztes Jahr ein Video gedreht, wie mein aktueller Stand dort war. Und ich werde mit euch gemeinsam das Video anschauen, euch dann kurz sagen, ob ich das Buch in meinem Substand noch habe oder ob es gelesen, aussortiert oder jedenfalls nicht mehr auf meinem Sub ist. Und anschließend werde ich euch dann noch im Schnelldurchlauf erzählen, welche Bücher noch mit dazugekommen sind. Dann seid ihr wieder auf dem aktuellen Stand. Ich werde euch hier hinschreiben, wie hoch mein Substand ist. Ich glaube, es sind 54 Bücher. Ich bin mir aber aktuell auch nicht ganz sicher. Ich versuche meinen Sub gerade ein bisschen einfach zu reduzieren und nicht mehr ganz so viele Bücher nachzukaufen, einfach weil ich gar keinen Platz mehr habe so richtig, um neue Bücher hier hinzustellen. Deswegen muss ich erstmal ein paar Bücher lesen und dann eventuell aussortieren und dann kann ich mir neue Bücher kaufen. Ich überlege mir ja immer im Vorhinein, also ich überlege, welche Bücher eventuell diesen Monat erscheinen und überlege, ob ich die Bücher dann sofort brauche oder eben nicht. Und dann kaufe ich mir sie dann oder bestelle mir sie dann vor. Ich möchte aber nicht mehr so unnötig viele Bücher kaufen, die dann doch erst wieder irgendwie ein Jahr oder zwei Jahre hier rumstehen und nicht gelesen werden. Denn das möchte ich ein kleines bisschen ändern. Deswegen versuche ich meinen Sub ein kleines bisschen zu reduzieren. Wobei jetzt 54 Bücher auch jetzt nicht so viel ist. Er stört mich jetzt auch nicht so, aber ich habe halt einfach keinen Platz. Und ich will trotzdem neue Bücher lesen und kaufen. Deswegen muss ich Bücher lesen und eventuell aussortieren, um neue Bücher, um Platz zu haben, um neue Bücher dort eben reinstellen zu können. Und jetzt würde ich sagen, legen wir los mit dem Video und schauen uns das an. Ich werde ein bisschen runter gucken, weil mein Laptop vor mir steht. Und ja, ich würde sagen, wir starten mit dem Video. Ich bin sehr gespannt, wie viele Bücher ich zu diesem Zeitpunkt hatte. Ich bin immer so zwischen 50 und 60, glaube ich. Und ich glaube, da war ich auch zu diesem Zeitpunkt. Ja, jetzt bin ich, wie gesagt, glaube ich, bei 54, einfach weil ich in den letzten paar Tagen ein paar Bücher von meinem Sub weggelesen habe und eben auch letzten Monat nur 4 Neuzugänge hatte. Ich leihe mir ja auch immer wieder Bücher in der Bibliothek aus, deswegen kann ich trotzdem immer wieder verschiedene Bücher lesen, hören, ohne welche gekauft zu haben. Deswegen gehe ich sehr gerne in die Bibliothek bzw. leihe mir einfach sehr gerne irgendwie Bücher aus, weil ich mir dann nicht alle kaufen muss. Und wenn ich sowieso schon weiß, dass ich sie nicht unbedingt im Regal stehen brauchen habe, dann ist es sowieso kostengünstiger, wenn ich sie mir eben ausleihe. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt alles erzähle, aber ja. Ja, guck, 59 Bücher hatte ich da zu dem Zeitpunkt. Jetzt bin ich ein bisschen drunter, aber das war jetzt auch noch nicht so schlimm, diese 59 Bücher. Und ich sitze auch da wieder auf dem Boden, einfach weil ich dann die Bücher einfacher um mich herum stellen kann und dann schneller da irgendwie dran komme. Ja, da haben wir einmal die Wait for You-Reihe von Jaylin. Da sind erstens sind Bücher dazugekommen und zweitens habe ich die Bücher auch schon gelesen, bis auf Forever With You und Fire In You. Fire In You hatte ich da ja auch schon und das Forever With You ist erst, glaube ich, dieses Jahr oder letztes Jahr dann eingezogen, nach dem Video auf jeden Fall. Das sind noch die zwei Bücher aus der Reihe, die ich noch lesen muss. Und dann habe ich die Reihe auch beendet, was auf jeden Fall jetzt so im Mai, Juni, Juli mein Ziel sein wird. Ja, da hatte ich 4 Teile. Die habe ich mir teilweise einfach alle als Mängelexemplar oder bei Tauschdecke gekauft. Auch tatsächlich alle 7 Bücher, die ich jetzt hier stehen habe. Und ja, so sind die nacheinander bei mir eingezogen. Ich hatte aber nicht alle Teile da, deswegen habe ich damit noch nicht angefangen. Und das habe ich jetzt dieses Jahr geändert. Und ich glaube, ich weiß auch, welche Reihe jetzt als nächstes drankommen wird. Ich weiß gar nicht, wie lange dieses Video jetzt gehen wird, weil das geht ja schon irgendwie 17 Minuten. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, ja, wie lange das Video hier gehen wird. Ich habe mir nämlich genau das gedacht, dass ich diese Reihe zeigen werde. Und auch die steht immer noch auf meinem Sub, außer dem ersten Band. Den habe ich nämlich schon gelesen. Die Reihe möchte ich auch gerne dieses Jahr komplett lesen, weil sie einfach sich schnell lesen lässt. Und ja, ich glaube, dass ich das auf jeden Fall schaffen sollte,
Die sind auch nicht besonders dick, deswegen nehme ich mir als Ziel, dass ich dieses Jahr die komplette Reihe fertig lese. Ich finde es übrigens immer sehr spannend zu sehen, welche Bücher ich vor einem Jahr auf dem Sub habe, ich davon schon gelesen habe und die dann in dem darauffolgenden Jahr drauf liegen. Und dann sieht man auch immer, welche Bücher man vielleicht so langsam mal lesen sollte. Ja, weil alle Bücher, die ich euch jetzt zeigen kann, die in dem Video vorkommen, ja, die liegen dann wohl schon mindestens ein Jahr auf meinem Sub. Ich hoffe, das sind nicht ganz so viele, aber ich glaube, das sind auf jeden Fall einige Bücher, die schon ja, ein Jahr auf meinem Sub liegen. Aber das werden wir jetzt in dem Video herausfinden. Wenn ihr diese Art Video eigentlich gerne mögt, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Dann kann ich das vielleicht mit einem anderen Video irgendwie nochmal machen. Ich mache das ja immer mit dem Sub eigentlich ganz gerne, weil ich das ja, einfach gerne mag und mir das ganz gut gefällt so. Ja, genau, die Bücher habe ich auch alle eigentlich als Mängelexemplar gekauft, außer eins. Das habe ich mir zum regulären Preis gekauft, weil ich es einfach nirgendwo gefunden habe. Und dann dachte ich mir, ich bestelle es mir jetzt einfach. Dann habe ich die Reihe komplett zu Hause. Falls ich mich übrigens ein bisschen nasal anhöre, ich leide unter Heuschnupfen und ja. Ja, Flammenflug habe ich gelesen. Das war nämlich ein Rezensionsexemplar. Den zweiten Teil habe ich noch hier. Den werde ich jetzt auch in den nächsten Tagen lesen. Und dann, ja, habe ich den zwei Drittel der Trilogie schon gelesen. Das war ein Buch, was mir ganz okay gefallen hat. Das war sehr politisch. Also man muss es schon mögen. Aber es war jetzt auch nicht so schlecht, dass ich nicht weiterlesen möchte. Bei Harry Potter habe ich noch den zweiten Teil und die Kammer des Schreckens. Den werde ich jetzt auf jeden Fall auch vielleicht jetzt im Mai noch lesen, denn es gibt eine Leserunde dort auf Facebook von die Bücher sehen und ich glaube, die lesen da jetzt im Mai den zweiten Teil. Vielleicht werde ich auch einfach den zweiten Teil lesen. Dann habe ich den befreit und kann dann mit der Reihe weitermachen, beziehungsweise ich muss mir dann erst noch die nächsten Teile besorgen, bis ich dann weitermachen kann. Ich hatte übrigens den ersten Band habe ich jetzt schon zweimal gelesen und weiter habe ich bisher tatsächlich nie gelesen. Das heißt, es wird auch das erste Mal Zeit, dass ich die Reihe komplett lese. Es wird auch so langsam mal Zeit. Die zwei Bücher von Ivo Pala habe ich aussortiert, weil ich da jetzt einfach so absolut gar keine Lust mehr irgendwie drauf hatte. Die habe ich mir als Mängelexemplar mitgenommen. Und anfangs war es bei mir so, oh, Mängelexemplar hört sich interessant an, mal gucken, wann ich es lese. Ich nehme es trotzdem einfach mal mit und inzwischen denke ich da halt schon mehr drüber nach. Kaufe sehr selten Mängelexemplare, ich sehe öfter welche, die mich interessieren, aber ich nehme sie halt einfach nicht mit, weil ich genau weiß, dass sie länger auf meinem Sub liegen werden und das möchte ich einfach nicht. Dann zeige ich das Lied der Krähen von Leigh Bardugo. Das liegt noch auf meinem Sub, weil ich als erstes die Grisha-Reihe lesen oder hören möchte, das weiß ich noch nicht so ganz genau. Das steht dieses Jahr aber auf jeden Fall auf dem Plan, dass ich die Grisha-Reihe anfange und hoffentlich auch beende und dann kann ich auch mit dem Teil hier weitermachen, was ja übrigens eigentlich auch meinem Freund gehört und nicht mir. Aber er wird das sowieso nicht lesen, weil es nicht sein Genre ist. Deswegen steht es aktuell bei mir rum. Ja, ich bin gespannt, was noch alles auf mich zukommen wird, was ich euch hier noch zeigen werde. Seht ihr? Gut, dass ich das Video mache, denn die Krone der Dunkelheit habe ich vergessen hier hinzulegen und ich habe das Buch tatsächlich auch immer noch nicht gelesen, weil ich ja einfach warte, bis da die Folgeteile erscheinen. Der zweite ist ja schon erschienen, aber der dritte und der vierte, das dauert einfach noch. Ich glaube, der dritte erscheint erst im Herbst 2021 und das dauert einfach noch so unfassbar lang. Ich weiß nicht, ob ich die Reihe schon anfangen soll oder ob ich warten möchte. Ich keine Ahnung, was ich damit machen soll. Wie würdet ihr damit vorgehen? Ich habe nur den ersten Band hier. Ich will die Geschichte unbedingt lesen. Vielleicht werde ich einfach den ersten Band lesen und den zweiten Band und dann vielleicht kurz vor dem dritten Band nochmal rereaden, damit ich dann in der Geschichte drin bin. Aber ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so handhabt. Die Sturmtochter. Den ersten Band, den habe ich schon gelesen. Der hat mir sehr gut gefallen. Ich werde ihn, glaube ich, nochmal rereaden und dann den zweiten und den dritten Teil lesen, damit ich einfach wieder komplett in der Geschichte drin bin und die hintereinander weglesen kann. Aber der erste Band hat mir so unfassbar gut gefallen, dass ich auch unbedingt wissen möchte, wie es jetzt mit der Geschichte weitergeht. Und ich glaube, Ava hieß die Protagonistin, mit was sie noch so erleben wird. Vanitas von Ursula Poznanski habe ich auch letztes Jahr, gegen Ende des letzten Jahres, glaube ich, gelesen.
Und hat mir nicht gut gefallen. Ich fand es sehr langatmig. Es ist nicht so besonders viel passiert. Es war für mich auch nicht spannend. Ich habe gehört, dass der zweite Teil ein bisschen besser sein soll, aber ich werde dort nicht weiterlesen, weil ich einfach mit den Büchern von Ursula Poznanski nicht so gute Erfahrungen gemacht habe. Sie mich tatsächlich einfach nie begeistern konnten. Gold und Schatten von Kira Licht habe ich schon gelesen. Ich habe auch den zweiten Band Flammen. Jetzt weiß ich gar nicht, wie das heißt, Flammen und. Nee, ich weiß es nicht. Also auch Band 1 und Band 2 von der Reihe habe ich auf jeden Fall schon gelesen. Haben mir unfassbar gut gefallen. Ich freue mich auf die weitere Fantasy-Trilogie von Kira Licht und ja. Die Endgame-Trilogie, da habe ich den ersten Band gelesen und dann Band 1 bis 3 aussortiert, weil mich der erste Band nicht begeistern konnte und ich gar keine Lust hatte, weiterzulesen und es irgendwie langweilig fand, obwohl ich die Idee dahinter sehr, sehr spannend fand, weil es ja so ein bisschen was wie die Hungerspiele ist und dass es eben nicht einen abgegrenzten Bereich gibt, sondern überall in der Welt spielen kann. Und ja, Finding Mr. Right habe ich auch gelesen, hat mir auch nicht gut gefallen, habe ich dementsprechend auch aussortiert. Ich werde den zweiten Band auch nicht lesen. Ja, weil der erste mir nicht gut gefallen hat. Heliopolis, Magie aus ewigem Sand, habe ich erst letzten Monat gelesen. Auch den zweiten Teil ist demnach auch nicht mehr auf meinem Sub, habe ich auch noch befreit. Hat mir gut gefallen, ist glaube ich gut, was für jüngere Leser. Ein bisschen Spannung hätte mir auf jeden Fall noch gefehlt. Ja, genau, da waren so verschiedene Sachen in dem Buch drin. Das habe ich über Tauschticket bekommen. Die habe ich natürlich drin gelassen, weil. Ich brauche die einzelnen Postkarten oder Lesezeichen eben nicht zu Hause. Aber fand ich auf jeden Fall sehr nett, als ich das gesehen habe, dass die Sachen da drin sind. Elias und Laia, den ersten Band, den habe ich letztes Jahr auch gelesen. Der hat mir sehr gut gefallen. Ich möchte jetzt im Mai den zweiten Band lesen, damit ich einfach die Reihe mal so langsam fortsetzen kann. Ich glaube, also es gibt im Englischen auf jeden Fall noch einen vierten Teil. Ich bin gespannt, wenn der ins Deutsche übersetzt wird. Dann habe ich auch immer noch Shadow Dragon, die falsche Prinzessin von Tristine, Triana Odds hier. Ich weiß nicht, was ich mit dem Buch machen soll, ob ich es behalten soll oder aussortieren soll, weil eigentlich interessiert es mich ja irgendwie doch schon, aber mal gucken, wann ich danach greife. Das Reich der Sieben Höfe habe ich letzten Monat gehört und hat mir gut gefallen. Band 2 habe ich schon fertig und Band 3 bin ich gerade aktuell dran. City of Ashes habe ich gelesen, weil es ein Rezensionsexemplar ist. Da müsste ich mit der Reihe mal weitermachen. Kann ich mir auch ganz gut in der Bibliothek ausleihen, sollte ich vielleicht auch langsam mal tun. Dann haben wir die ersten zwei Bände der Weltenwanderer-Trilogie. Auch die Reihe habe ich dieses Jahr beendet. Konnte mich ja auch nicht begeistern. Dementsprechend auch schon ausgezogen und ja, auch nicht mehr auf dem Sub. Panem habe ich Band 1 gelesen, das heißt Band 2 und Band 3 liegen auch noch auf meinem Sub. Die Bücher möchte ich auch gerne jetzt demnächst mal lesen, weil ja jetzt ein weiterer Teil erscheint und zwar Panem X und ich da sehr gespannt drauf bin. Und ja, eigentlich müsste ich Band 2 und Band 3 endlich mal lesen. Auch Harry Potter und das verwunschene Kind liegt auch auf meinem Sub, weil ich erst die komplette Harry Potter-Reihe lesen möchte, bevor ich diesen Teil lese. Genauso auch wie Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, liegt noch auf meinem Sub, weil ich auch das erst lesen möchte, wenn ich die Reihe und dann das gelesen habe. Und ihr wisst, was ich meine. Das Sleeping Prince habe ich gelesen. Da fällt mir ein, ich habe da den anderen Teil auch noch vergessen, den Orangenen, den habe ich auf jeden Fall auch noch auf dem Sub. Ich blende euch das Cover einfach hier ein, jetzt muss ich es nicht unbedingt holen. Aber das liegt auch noch auf meinem Sub, das möchte ich jetzt auch gerne noch endlich von meinem Sub befreien, weil ich dann auch wieder eine Reihe beendet habe. Und ja, so zwischendurch Englisch mal lesen ist eigentlich auch ganz nett und eigentlich gefällt mir die Reihe so auch ganz gut. Dann geht es weiter mit 400. Was ist das? Reasons. Das Buch habe ich aussortiert, weil ich einfach gar keinen Verlangen mehr hatte, die Reihe irgendwie weiterzulesen. Auch diesen Band nicht mehr lesen möchte. Und ja, deswegen muss das eben ausziehen. Ist auch nicht mehr auf meinem Sub dementsprechend. Die Sache mit Kelly und Caden habe ich noch auf meinem Sub. Möchte ich jetzt eigentlich auch demnächst mal lesen. Eigentlich, aber. Eigentlich will ich es auch vielleicht aussortieren. Ich weiß noch nicht ganz genau, was ich mit der Reihe machen soll. Vielleicht könnt ihr mir da ein bisschen helfen. Together Forever, der vierte
vierte Teil müsste das sein. Den habe ich schon gelesen. Ja, das ist der dritte und, glaube ich, der vierte Teil. Nee, der zweite und der vierte Teil. Die habe ich auf jeden Fall schon gelesen. Ich habe die komplette Tetralogie beendet und ja, die sind dementsprechend auch nicht mehr auf meinem Sub. Da hatte ich sogar noch alle drei Teile auf dem Sub, aber ja, habe ich jetzt aktuell nicht mehr. Ich finde übrigens die Buchrücken von der Reihe unfassbar schön. Das gefällt mir so, so gut. Aber die Reihe hat mir einfach nicht gefallen, deswegen mussten sie auch aussortieren. Die Cover finde ich auch nicht so unfassbar schön, aber es gibt hässlichere. Young Eliots, den Erstband, Die Gemeinschaft der Dolche von Mary Lou habe ich auch aussortiert, weil ich einfach kein Verlangen mehr hatte, die Reihe irgendwie anzufangen. Deswegen musste es auch gehen. Dann Dunkelsprung von Leonie Swann habe ich noch auf dem Sub. Könnte ich eigentlich auch bald mal lesen, weil es auch schon ja auf meinem Sub liegt jetzt. Ist, glaube ich, auch sehr schnell weggelesen, weil hat 360 Seiten ungefähr. Frostflamme von Christopher Husberg habe ich aussortiert, weil ich habe reingelesen und es hat mich irgendwie nicht interessiert und ich hatte keine Lust drauf und deswegen kam es einfach raus und ich habe auch nie danach gegriffen. Sunset Beach von Kira Licht habe ich letztes Jahr im Sommer, glaube ich, gelesen, hat mir gut gefallen, wobei ich ihre Fantasy-Trilogie besser fand als ihren Liebesroman, aber an sich auch nichts Schlechtes. Falling Fast und Flying High habe ich erst beendet. Das heißt, die liegen auch nicht mehr auf meinem Sub, werden aber aussortiert, weil sie mir nicht gefallen haben. Ja, war ich ja dann ein bisschen enttäuscht von, weil ja sehr viele positiv drüber gesprochen haben. All In, den zweiten Band, den habe ich auch, glaube ich, Anfang letzten Jahres gelesen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Nicht ganz so gut wie Band 1, aber trotzdem besser, als ich erwartet habe. Und könnte ich auf jeden Fall auch nochmal lesen. Ja, Fire and Frost vom Eis berührt liegt auch noch auf meinem Sub, genauso wie Band 2 und Band 3. Die zeige ich euch einfach hier zusammen, weil ich Band 2 und Band 3, glaube ich, in dem Video nämlich nicht zeige. Habe ich auch noch nicht gelesen. Könnte ich mich mal dran wagen, weil ich sehr gespannt bin auf die Reihe. Aber ich möchte auch erst ein paar Reihen beenden, bevor ich so neue anfange. Ja, mal gucken, wann ich danach greife. Irgendwo hinter den Wolken von Michelle Schrenk habe ich auch noch nicht gelesen. Ist aber, glaube ich, auch ein E-Book, was man ganz gut zwischendurch mal lesen kann. Redwood Love, es beginnt mit einem Blick von Kelly Oram, nee, Moran. Habe ich auf jeden Fall schon gelesen, genauso wie Band 2 und Band 3. Hat mir auch wieder sehr gut gefallen. Rising Sparks von Nico Abrell habe ich jetzt aussortiert, weil ich gar keine Lust mehr auf die Geschichte habe und auch nur Negatives gehört habe. Das möchte ich mir nicht antun. Die Auswahl Cassia und Kai von Ellie Condy habe ich gelesen. Ich habe die komplette Trilogie schon beendet. Liegt auch nicht mehr auf meinem Sub. Und damit sind wir auch am Ende von dem Video, was ich im Juli gedreht habe. Aber vor mir stehen noch eine Menge Bücher, die ich euch noch nicht gezeigt habe, die in diesem Jahr noch nicht bei mir eingezogen sind. Beziehungsweise zu dem Zeitpunkt noch nicht bei mir eingezogen sind, sondern erst danach. Und die möchte ich euch natürlich auch noch zeigen. Ich werde das Ganze übrigens jetzt auch im Schnelldurchlauf machen und gar nicht viel dazu sagen, weil ich das Video nicht noch länger machen möchte. Ich habe auf jeden Fall noch Alles, Nichts und ganz viel dazwischen von Ava Reed hier liegen. Das möchte ich jetzt im Mai noch lesen. Das heißt, ich könnte es diesen Monat auf jeden Fall auch noch von meinem Sub befreien. Ich bin schon sehr gespannt auf die Geschichte, genauso wie auf Drei Schritte zu dir von Rachel Lippincott. Mickey Daugherty und Tobias Iaconis, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich bin sehr gespannt auf die Geschichte. Ich finde das Cover übrigens so, 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 so wunderschön und einfallsreich. Und dann habe ich noch, ich muss mich gerade ein bisschen vorlehnen, damit ich an die Bücher drankomme, Nevernight, das Spiel von Jay Kristoff. Ich möchte hierzu aber erst noch den ersten Band noch einmal lesen, bevor ich den zweiten Band lese. Dauert also noch einen kleinen Moment, weil die Bücher auch sehr dick sind. Ich freue mich trotzdem sehr auf die Geschichte. Ich freue mich eigentlich auf jede Geschichte, die ich hier liegen habe, sonst wäre sie nicht mehr auf meinem Sub. Dann habe ich Götterherz von B.E. Pfeiffer. Das ist der erste Band einer Dilogie. Die Bücher sind auch nicht so dick, geht um griechische Mythologie. Interessiert mich auf jeden Fall sehr. Deswegen wird auch das hoffentlich bald gelesen. Dann habe ich Wicked von Jennifer Armentrout. Habe ich mir als gebrauchtes Buch irgendwann mal gekauft. Und so langsam sammle ich mir alle Jennifer Armentrout Bücher zusammen. Deswegen musste auch das hier mit. Genauso wie Onyx und Opal von Jennifer L. Armentrout. Ich habe Obsidian jetzt erst wieder rereadet und möchte eigentlich mit Band 2, Band 3, 4 und 5 gerne weitermachen. Ja, dann habe ich Dark Elements Band 1 und Band 2 hier liegen.
Ja, freue ich mich auch schon sehr drauf, aber als erstes möchte ich, glaube ich, erstmal die Wait for You-Reihe von Jalen fertig lesen und dann die Obsidian-Reihe, bevor ich mit Dark Elements, Wicked oder Dämonentochter weitermache von Jennifer Armentrout. Ihr seht, ich habe alle Reihen irgendwie so mehr oder weniger hier angefangen rumliegen, beziehungsweise den ersten Band hier rumliegen, aber noch nichts angefangen. Dann habe ich noch Bossman von V. Keeland. Freue ich mich sehr drauf, weil ich die Bücher sehr gerne mag. Lasst euch von den Covern nicht abschrecken, weil hinter den Büchern steckt auf jeden Fall viel mehr, als die Cover vermuten lassen. Dann lese ich aktuell das Buch der verborgenen Dinge von Francesco Dimitri. Das heißt, das Buch werde ich diesen Monat von meinem Sub auch befreien. Ist auch ein Rezensionsexemplar, wird also dementsprechend mal Zeit, dass ich das ganze Buch hier mal lese. Dann erst ganz frisch Ende April eingezogen, das Flüstern der Magie von Laura Kneidel. Ist also noch okay, dass es auf dem Sub liegt, aber auch das möchte ich jetzt ganz nah in Zukunft lesen, weil ich mich sehr auf die Geschichte freue und von Laura Kneidels Fantasy noch gar nichts gelesen habe. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie mir das gefallen wird. Dann Elias und Laia, eine Fackel im Dunkel der Nacht von Sabata hier. Möchte ich auch noch gerne diesen Monat aus von meinem Sub befreien. Liegt auch jetzt noch gar nicht so lange auf dem Sub, deswegen ist es auch noch völlig in Ordnung, aber ich möchte die Reihe gerne fortsetzen. Anfang April bei mir eingezogen durch ein Tauschpaket. Mondprinzessin von Ava Reed. Ja, wollte ich schon sehr lange haben, ist ein sehr dünnes Buch, lässt sich also, glaube ich, auch sehr schnell lesen. Ich freue mich sehr auf die Geschichte. Genauso bei mir eingezogen der dritte Band von Sturmtochter. Ich habe aber auch noch den zweiten hier. Deswegen, ja, vorhin habe ich da ja gesagt, ich möchte Band 1 nochmal rereaden vielleicht und dann Band 2 und Band 3 direkt hinterher lesen, damit ich die Geschichte einfach beendet habe. Dann eingezogen ganz spontan Lovely Curse von Kira Licht. Freue ich mich auch sehr darauf. Bevor Caletra von ihr erscheint, möchte ich gerne diese Geschichte noch von ihr lesen. Dann bei mir eingezogen durch Punkte von der Lesejury Faded, dieser eine Moment von Judy Johnson. Das ist der erste Band einer Dilogie. Auch wieder ein bisschen was mit Musik zu tun. Es geht nämlich, glaube ich, um Rockstar. Ich freue mich sehr auf die Geschichte. Und dann das letzte physische Buch, was ich noch hier habe, Kissing Lessons von Helen Huang. Auch auf das Buch freue ich mich sehr. Der zweite Band ist schon erschienen und ich glaube, der dritte Band erscheint auch bald. Ist auf jeden Fall mal eine etwas andere Liebesgeschichte, auf die ich mich sehr, sehr freue. Und dann würde ich sagen, machen wir noch schnell die E-Books. Da habe ich einmal Vengeful von Wie ich Schwab. Das ist auch ein zweiter Band, den ich jetzt wahrscheinlich auch Ende Mai von meinem Sub befreien werde. Dementsprechend landet der dann auch. Ist dann auch der dann auch bald weg. Genauso wie Mad About a Medic von Piper Ryan. Das Buch habe ich gestern angefangen und auch das werde ich auf jeden Fall diesen Monat fertig lesen und von meinem Sub befreien. Dann habe ich noch Rarity von Colleen Hoover hier. Das werde ich auf jeden Fall auch noch mal irgendwo zwischendurch schieben. Genauso wie Into the Heat von J.R. Ward. Das ist eine Kurzgeschichte von, weiß ich nicht, 120 Seiten oder sowas. Also auch super schnell weggelesen an einem Abend. Dann habe ich noch Beast Mode von Rainer Beckwerth auf meinem Sub liegen. Darauf freue ich mich auch schon sehr darauf, wobei ich darüber sehr viele gemischte Meinungen gehört habe. Sturmschwingen von Melissa Caruso habe ich vorhin schon mal angesprochen. Das ist der zweite Band zu Flammenflucht, liegt auch noch auf meinem Sub. Genauso wie Der Ruf der Rache von Mary E. Pearson. Das ist auch der zweite Band der Dilogie, die Chroniken der Hoffnungen, glaube ich. Dann Shadow Tales, der erste Band von Isabel May, ist auch noch auf meinem Sub. Und zum Schluss habe ich dann noch For That Queens von Astrid Scholte. Auch das liegt noch auf meinem Sub, auf das ich mich sehr freue. Und ich glaube, ich gucke noch mal auf meine Liste. Wenn ihr jetzt noch ein Buch gesehen habt, was auch auf meinem Sub ist und ihr schon gelesen habt und für gut befunden habt und der Meinung seid, ich muss es jetzt unbedingt mal von meinem Sub befreien, schreibt mir auch das gerne in die Kommentare, dann kann ich dem vielleicht eine höhere Priorität bei meinem Lesen einräumen und es schneller von meinem Sub befreien. Und dann würde ich sagen, war es das jetzt von mir, von diesem wirklich sehr, sehr langen Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Passt auf euch auf und ja, bis dann. Tschüss!